Ach, nur abgeschlossen. Jetzt hoffe ich ja mal, dass ich schlau war und an meinen Schlüsselbund auch diesen Schlüssel angemacht habe. Oh. Na? Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Da, 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 da. Es war so trocken, es hat auch so viel gewindet, gewundet, geblasen, nee, gepustet. Nein, es hat, ich bin so durch. Wir sind voll im Jetlag, meine Frau und ich. Wir können abends hier einschlafen, nachts um 3 oder 3:30 habe ich dann irgendwann endlich die Augen zugekriegt. Sind wir heute brutal um 7 aufgestanden, um die Zeitumstellung hinzukriegen. Dicke Augen. Dicke, also furchtbar. Ich sitze eben am Rechner. So. So, wir müssen düngen. Ich habe also tatsächlich gestern, ist die Sonne da. Ich habe gestern, so ein bisschen das Gesicht auch hier in die Zähne setzen, gestern ein Wedding Agent draufgeballert, mein Rest Compo Kick. Ordentlich mit Wedding Agent die ganze Fläche bearbeitet, damit die Bewässerung gut jetzt wieder in den Boden einzieht. Der Boden war völlig durchgetrocknet. Wie gesagt, staubtrocken durch den Wind hier, auch Sturm wohl teilweise hier in den letzten Wochen, ist hier der Sand überall hingepustet worden. Und hier die neue Rasenfläche hat überhaupt kein Wasser mehr angenommen. Da stehen also auch sofort die Pfützen, wenn die Bewässerung läuft. Von daher, Wetting Agent ist eine gute Lösung. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Also der muss völlig hydrophob sein, der Boden. Aber er kommt. Also ich wässere jetzt kontinuierlich 3-mal am Tag, damit der echt jetzt weich wird, wieder die Wasseraufnahme funktioniert. Und dann können wir auch hier natürlich einsehen. Genauso natürlich die anderen Flächen sind sicherlich auch schlecht von der Wasseraufnahme. Jetzt kommt der Dünger drauf. Und dann wässere ich heute Abend nochmal, um den Dünger gleich einzuspülen. Ja, ich habe jetzt gemäht schon die Flächen. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Ah, sieht nicht gut aus. Er hat total braune Stellen. Er ist tatsächlich in diesen wenigen Wochen, wo es hier schon wieder so trocken war, richtig vertrocknet. Ja, das sind die sandigen Böden. Ja, toll. So, wir müssen 15 Kilo streuen. Das zweite Mal dünge ich jetzt nach 6 Wochen. Ich wollte ja eigentlich in 4 Wochen Abstand düngen. Das haben wir natürlich jetzt durch den Urlaub nicht geschafft. Also nach 6 Wochen passt ziemlich genau. Kommt jetzt zweites Mal der Grashopper-Dünger Universal Pro drauf. 15 Kilo, das sind 25 Gramm pro Quadratmeter. Der hat ja relativ wenig Stickstoff. Und zwar ist das ein... Das habe ich da vergessen. Oh Mann, Andreas. 11.0. Nee, das ist. Oh Mann, Andreas. Pappnase. Ja, es ist der Jetlag. Steht doch ganz oben. 11.15. Ja, danke, Schatz. 11.15 Universal Pro. Der kommt da jetzt drauf. Ein ganz bisschen Phosphor. Ja, so am Anfang des Jahres ist das nicht schlecht, obwohl ich sehr viel Phosphor im Boden habe. Ganz, ach herrlich, die Sonne kommt gerade durch. Ganz wenig Phosphor, nicht zu viel Stickstoff und ein bisschen Kalium. Eine gute Mischung für eine magere, stickstoffarme Düngung bei Gräsern, die nicht viel Nährstoffe benötigen. Das ist ja die Idee. Ob diese Idee wirklich funktioniert, können wir am Ende des Jahres diskutieren. 15 Kilo. So, ich hole mal die Waage. Wo ist denn mein zweiter Sack? Ach da. Und warum habe ich nicht gleich das Messer mitgebracht? Oh Mann, ey. Das Gehirn, das arbeitet nicht mehr richtig. Schlafmangel. So. Ach so, jetzt wollte ich noch nachgucken. Die Einstellung, ja, das war... Ich wollte mir das merken, wie jetzt die Einstellung. Ich glaube, ich hatte 14. Ich gucke gleich nochmal auf meine Tabelle.
Ja, das muss man sich merken, damit man nicht jedes Mal wieder neu überlegt, wie ist denn nun die richtige Öffnungsposition, damit er die richtige Menge streut. Okay, das sind ungefähr 5 Kilo. Dann bräuchte ich noch die Hälfte hier von dem Sack. Naja, das sind nämlich genau 10 Kilo. Das machen wir ganz einfach. Ich schneide in der Mitte durch und dann habe ich 10 Kilo. Der hat letztes Mal nicht gestaubt. Und jetzt will ich noch kurz noch mal gucken, was die Verpackung wiegt. 20,6, also 600 Gramm. Das war 5,2. Also brauchen wir 15,5 ungefähr. Ungefähr genau. 15,5. Das heißt, hier muss... Ah, es ist ein interessanter Dünger. Das ist ein wirklich interessanter Dünger. Keine runden Körner, sondern so ein bisschen... Ja, sehen so aus wie ganz kleine Kieselsteine. Nicht anfassen, Andreas. Nicht gesund. Nichts gesund. Hälfte. Also, muss man sagen. Also, ich habe noch keinen Dünger erlebt, der so wenig staubt. Gleich nicht staubfrei, ne? Aber also er staubt wirklich so gut wie gar nicht. Das ist schon toll. 12,4. Fehlen noch 2,5 Kilo. So. Wenn ihr mal eine bessere Idee habt, wie man diese Mengen wiegt, 10,3, also das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich ja, das ist nicht schlecht. 10,3, 300 Gramm, das waren also 10,3 Kilo. Und das waren ja ungefähr 5, knapp 5. Also sollte das jetzt passen. Na, richtig? So, Hände waschen. Ja, Spinne weg. Der Universal Pro ist ein rein mineralischer Dünger. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum der will jetzt einen mineralischen Dünger? Hat er aber hier rein organische Dünger genommen, hat er Mischdüngung genommen, jetzt hat er mineralische Dünger. Ja, also ich habe tatsächlich auf dem Greenkeeper-Lehrgang gelernt, dass diese rein organischen und auch die teilorganischen Dünger sehr, sehr schwer zu steuern sind. Die Organik in den Düngern muss von den Mikroorganismen erstmal umgewandelt werden. Und dazu müssen die Randbedingungen passen. Es muss die Temperatur im Boden passen, es muss die Feuchtigkeit passen. Und es ist dann wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie der organische Düngerinhalt die pflanzenverfügbaren Nährstoffe umgesetzt wird. Und und mineralischen Dünger kann man tatsächlich wesentlich besser steuern. Der ist sauber eingestellt, da sind Langzeitkomponenten drin und sofortwirkende Stickstoffe drin, also Langzeitstickstoffe und sofortwirkende Stickstoffe drin. Und da hat man eine wirklich sehr, sehr konstante, sehr gleichmäßige Stickstoffabgabe. Und wenn man eh schon wenig Stickstoff düngt, dann sollte natürlich möglichst die Stickstoffverteilung gleichmäßig, wirklich gleichmäßig sein. Deswegen ist es eben auch besser, mit kleineren Mengen oder weniger Stickstoff öfters zu düngen, um eben die Gleichmäßigkeit in der Stickstoffverteilung hinzukriegen. Und das ist jetzt der Hauptgrund, also eben die Steuerbarkeit der Stickstoffabgabe, wenn man eben grundsätzlich sehr wenig Stickstoff verwenden will. Ist halt ein Konzept, ist ein Ansatz, deswegen weg vom Mineralischen wieder hin zum weg vom Organischen wieder hin zum Mineralischen. Und ich hoffe, ihr stellt ja keine Fragen mehr. So, okay. Also, ich habe natürlich die Position nicht in meine Tabelle eingetragen. Natürlich nicht. Also 15, fangen wir so mit 15 an. Wir rennen wieder rüber. Die können offen sein.
nachher, wenn wir am Haus entlang laufen, dann klappe ich den einen Deckel zu, dass der seitlich nicht so stark raussprüht. Ja, das ist der sogenannte DEMA Edelstahl Handschleuderwagen mit 55 Liter Inhalt. Habe ich schon oft verwendet. Ist leider sehr, sehr teuer geworden. Die Firma DEMA hat die Preise für diesen Schleuderstreuer extrem angezogen. Es gibt eine Konkurrenz oder eine alternative Firma. Genauso aufgebaut, der Streuer. Habe ich unten auch in den Links drin. Ist identisch, hat mir ein Zuschauer geschrieben. Der identische Schleuderstreuer, eben DEMA, hat sehr stark die Preise angezogen. Okay, klar, die Stahlpreise, die Edelstahlpreise sind alle hochgegangen. Aber ob das nun gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Deswegen halt die Alternative auch unten in den Links. Ansonsten bin ich mit dem Schleudersteuer sehr zufrieden. Man muss ihn richtig rum einbauen, sonst schleudert er nicht gleichmäßig. War in meinem ersten Video ein Riesenfehler. Hat noch mal einer darauf hingewiesen. Ja, es gibt noch einen besseren Schleudersteuer. Und zwar den Profi-Schleudersteuer, der wirklich perfekt einstellbar ist. Und wo jetzt gerade auch diese Düngerlieferanten, Düngerfirmen, die solche Mischdünger anbieten, auch gleich die Einstellwerte mitgeben für die Dünger. Ich wollte mal diesen Schleuderstreuer, auch einen Schleuderstreuer, mir besorgen. Auch da wieder unfassbare Preise. Das Ding ist echt toll. Ich habe es auch auf meinem Lehrgang ausprobieren dürfen. Ein tolles Teil. 1000 Euro. Ich meine, der hat auch schon 200 gekostet. Jetzt kostet er, weiß ich nicht, 250. Müsst ihr mal nachgucken. Ist auch schon viel Geld, aber 1000 Euro für einen Schleuderstreuer, na gut, das ist natürlich für einen Profi, der damit sehr, sehr viel arbeitet und wo natürlich die Verteilung auch super sauber gleichmäßig sein muss, ist das okay. Und da gehe ich jetzt lieber hier zweimal rüber über die ganze Fläche, um auch eine halbwegs gleichmäßige Verteilung hinzukriegen. Tatsächlich ist natürlich die Verteilung des Düngers auf der Fläche extrem wichtig. Und deswegen ist ein Schleuderstreuer aus meiner Sicht besser als ein Kastenstreuer. Ich habe auch einen Kastenstreuer. Aber da fährt man doch sehr, sehr leicht zu Bahnen und da hat man mal das Problem mit der Überdeckung. Und der Schleuderstreuer, wenn man da, ich sag mal, zweimal in unterschiedlichen Richtungen über die Fläche fährt, dann funktioniert die Gleichmäßigkeit in der Düngerverteilung, ich finde, ganz gut. Trotzdem bekomme ich oft Fotos von Zuschauern, wo man deutlich sieht, dass es eben Streumengenverteilungsfehler auf der Fläche gegeben hat, wo also wirklich ungleichmäßig gestreut wurde. Das ist ein grundlegender Fehler, wenn man sich wundert, warum die Fläche nicht gleichmäßig ist. Also das Produkt, den Dünger möglichst gleichmäßig auf die Fläche zu verteilen, ist sehr wichtig. So, jetzt genug gesabbelt, ich lege jetzt hier los. Ganz kurzes Video, wo wir hier gerade stehen. Ich habe ja gesagt, ich will wieder mehr Videos hochladen. Also kurzes Video, dass wir jetzt hier am 2. Juni. Gestern habe ich das Wedding Age, den 1. Juni. Richtig? Nee, heute ist der 3., ne? Ich bin schon wieder durcheinander. Andreas. Nee, 2. Doch. Richtig, am 31. sind wir nach Hause gekommen. Am 1. habe ich Wedding Age drauf geballert. Jetzt am 2. Juni der Dünger. Dann kräftig einwässern und dann hoffen wir mal, dass er in einer Woche wollen wir ins Bett gehen? Und dann hoffe ich, dass dieser Dünger in einer Woche schon seine Wirkung zeigt. So, oh Mann, ist das schwer. Jetlag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, hier mache ich das jetzt doch so, dass ich hier die Seite runterklappe. Und dass wir natürlich jetzt ein bisschen den Nachbarn hier verschonen. Oh, sieht gut aus. Gut aus! Gut aus!
Ja, das war einmal hier für die hintere Fläche. Was ist denn das hier? Unfassbar. So, jetzt muss ich gucken. Ja, ich lasse ihn jetzt doch unten, damit er nicht aufs Feld streut, und gehe erstmal einmal außen rum. Und jedes Mal kriege ich die Panik, dass die Einstellung jetzt vielleicht doch nicht richtig war. Es rieselt jetzt sehr stark durch. Ich habe jetzt 15 eingestellt. Sieht mir vielleicht doch schon zu viel aus. Shit. Ist ja eh nicht wahr. Also jetzt gehe ich mal auf 13. Das ist diese Einstellerei. Warum merkst du dir das nicht? Ja, das ist besser. Ja. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist doch vielleicht ein Tick zu wenig. Vielleicht noch ein Tipp am Rande. Es sollte windstill sein. Und es sollte nicht gleich nach dem Mähen gedüngt werden, weil dann sieht man die Laufspuren, die Fahrspuren von dem Streuwagen sehr schlecht. Also gleich ein Doppelfehler hier. Doppelfehler. Du meinst rein nach Gefühl. Rein nach Gefühl. Weil ich mir die Fläche schon 100-mal abgelaufen. Da hat man es dann irgendwann drauf. Oder auch nicht. Was nicht ganz so schön ist, ja, man sieht die weißen Stickstoffpartikel auf der Fläche, aber es ist nicht ganz so deutlich. Also das könnte wirklich noch ein bisschen deutlicher sein. So, jetzt bin ich einmal rum. Menge. Ja. Bisschen zu wenig. Wir gehen jetzt mal die andere Fläche fertig streuen, haben wir einmal mit der Einstellung komplett gestreut und dann gehe ich nochmal auf 14 und guck, ob ich da mit der zweiten Runde oder auf 15. Also das ist wirklich auch so eine Kunst. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das macht. So, lieber Randfix, jetzt nochmal schnell ein Update. Nach einer Woche, wir haben heute Mittwoch, den 7. Juni. Und ja, so sieht der Rasen jetzt aus. Nach einer Woche, oh, sieht nämlich jetzt auch, nee, da, genau. Ja, ich habe am Freitag gedüngt. Das habe ich ja jetzt in diesem Video heute gezeigt. Und jetzt habe ich gedacht, nochmal nach einer Woche später mal ein kleines Update. Wie sieht die Rasenfläche aus? Ja, der Dünger, der powert jetzt nicht sofort durch, das soll er auch gar nicht, sondern der zieht so langsam an. Man merkt das, wie der Rasen immer grüner wird, immer kräftiger wird. Wir haben natürlich auch kräftig gewässert, muss ich zugeben. Das heißt, die Trockenstellen sind doch so langsam alle weg. Hier gerade am Durchbruch, das war ja richtig brutal. Hier, da an der Stelle, da sieht das mittlerweile schon wieder viel, viel besser aus. Noch ein bisschen in den Rändern ist es trocken. Auch hier vor der Verteilerbox sieht es auch schon richtig gut aus. Also der Rasen erholt sich langsam und ja, das ist cool. Und jetzt, mähen wir einfach weiter, bessern zweimal die Woche, ist der Plan. Hoffen wir mal, dass die Stängel alle langsam verschwinden von der Loliumpäne. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Das war's jetzt endgültig. Tschüssi.